So, wenn ich es richtig mitgezählt habe, muss das Nummer 4 im Rage-Modus sein. Oh, da oben steht er schon. Der große, kleine, böse Nachbar. Der freundliche Rajan aus der Nachbarschaft. Wie er sich gerne als Superheld nennt. Nein, oh, fuck, nur ein Angriff und dann rollen. Da kacke ich immer wieder gerne. Also gerne nicht, aber tatsächlich immer wieder. Wie sieht es zeitlich aus? Minute habe ich noch. Ich habe da gerade tatsächlich so ein Plänchen im Kopf. Wenn das funktioniert, wäre das grandios geil. Das Plänchen hat so ein bisschen diese Schockfalle hier mit drin und so ein bisschen diese Beruhigungsbomben. Ich werde mal schauen, ob der jetzt im Nichts, also im Rage-Modus hier reingehen kann. Ich habe es tatsächlich wirklich vergessen bei dem. Ich vergesse das einfach jedes Mal nach jeder Quest. Das ist nervig ohne Ende. Okay, der kann reingehen und er kann schlafen. Fuck. Nicht gut. Ich hätte noch diesen Rage-Modus abwarten müssen. Also natürlich mit Angriffen zwischendrin. Ah, reinrollen ist nie eine gute Idee. Mache ich trotzdem viel zu häufig dafür. Gehört so jetzt ein bisschen auch zum guten Jargon mit dazu. Nein. Oh, oh, immerhin bin ich nicht fast tot. Ich bin äußerst freudigst erglückt dadurch, dass er mich nicht fast getötet hat. Dumme Idee. Egal, immerhin konnte ich noch blocken. Das heißt, nach dem nächsten Mal Rage-Modus kann ich nochmal versuchen, ihn zu fangen. Oder im nächsten Mal wütend. Jetzt ist eine Option, weil ne, ich habe ja nicht umsonst so häufig mitgezählt. Weil bevor man das im Blut hat, ist halt eben dann die Mathematik doch noch ein Stückchen weiter vorne. Ne, also Richtung. So, nicht mein Freundchen, ich bin gewappnet und vorbereitet. Natürlich! Natürlich! Ich meine, warum solltest du auch in meiner Falle gefangen werden, wenn du doch beim nächsten Schlag dann tot umfällst? Also ich habe das wirklich punktgenau geschafft. Leck mich am Arsch. Also besser nicht, das ist nämlich ziemlich eklig und schmeckt auch nicht so gut. Aber meine Fresse, geil. Schön, wir machen tatsächlich Fortschritte. Ich bin äußerst stolz auf mich. Und jetzt können wir erstmal in Ruhe unsere neuen Megatränke suffeln. Ich bin noch nicht einmal gestorben. Oh, jetzt habe ich es gesagt. Das kann nicht gut enden. Aber na gut, was soll's, ne, mein Freundchen? Ich sehe, du bist auch ein bisschen im Akro-Modus. Oh, er kann wieder sehen. Zum Glück mich aber trotzdem nicht treffen, Alter. Hey, jetzt bleib mal ganz flutschig. Meine Güte. Okay, der trifft mich damit nicht. Dann kann ich hier mal ganz kurz schauen, wie es bei dem war, weil den würde ich dann doch ganz gerne fangen. Vielleicht war es bei dem andersrum, weil ich verwechsel das bei beiden immer wieder. Ich weiß, dass es bei dem einen so war, bei dem anderen nicht. Okay, der geht auf jeden Fall, wenn er wütend ist, hier mit rein. Ich könnte es jetzt im nächsten Gang nochmal probieren, wenn er halt unrage ist, aber okay, der andere ging auch im wütend hier rein, ne? Ich glaube, Schockfallen wirken einfach bei dem bei beiden Moden und Fallgruben sind das Problem, dass man da aufpassen muss. Ey, hier wird einer geblasen. Schön, Verteidigung hoch. Werde ich jetzt wahrscheinlich auch gleich brauchen, wenn er sich wieder denkt, oh, ich muss unbedingt nach hinten springen. Oder aber meinen Gegner unter mir zerquetschen, weil ich die letzten 3 Tage nicht trainiert habe und nur Chips und Flips und Schokolade hier gefressen habe. Weil auch Rajans haben Weihnachten. Seht ihr an ihren richtig fetten, dicken Bäuchen. Die haben auch sehr, sehr viel zugelegt. Und ja, sie haben immer noch eine bessere Bikini-Figur als ich. Aber das ist egal. Ich passe auch so in mein Bikini rein. Also was soll's. Lasset mich. Mein Bikini ist Stretch. Relaxed Mode. Uh-huh. Mit Eigenanfertigung dazu. Alter, beim anderen hat es auch funktioniert zu rollen, bei dem nicht mehr. Dieser Backhop ist einfach so extrem böse. So abgrundtief. Das Werk des Teufels. So, ich stehe jetzt natürlich wieder am anderen Ende. Also kann ich schon wieder ein gebratenes Steak vertragen. Wollen wir mal einen Disrespect machen? Ich hätte es machen können, es hätte gereicht. Aber ohne Honey. Disrespect essen. Yum, 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 yum. Ist das lecker. Gut, das hat den Rajan jetzt nicht so gut gefallen. Das hätte ich ja beinahe nicht kommen sehen. Und da hat er mich auch schön in die Ecke gedrängt. Das hätte böse enden können. Aber Disrespect successfully abgehakt.
Also was jetzt passiert, ist eigentlich Inkompetenz nicht mehr. Disrespect. Aua. Hallo Footstep. Ich mag dich auch. Vor allen Dingen mit der Hand. Mit dem Handknöchelknochen, der knackend in meine Glieder fährt. Ihr habt Glieder mit K geschrieben. Weil wer braucht schon deutsche Rechtschreibung, wenn man Linkshänder ist? So langsam finde ich das ein bisschen kacke, dass mir die ganzen Megatränke wegen seinen Scheißangriffen dauerhaft ausgehen. Deswegen, aus Protest, wird jetzt der Maxi-Trank genommen. Sollte ich sterben, habe ich halt verkackt. So wie eh und je, Standardregelung. Und ja, was soll's. Wir haben ja noch einen uralten und einen Maxi. Mehr brauche ich eigentlich eh nicht, weil wenn ich danach sterbe, bin ich halt tot. Ich liebe diesen Captain, ob wir es in mir. Aber ich hoffe, ihr habt alle verstanden, was ich eigentlich sagen wollte. Wäre äußerst gut, wenn dem so wäre. Ich kann nicht mal diesen gottverdammten Schwengel treffen, weil der einfach so groß ist. Also nicht der Schwengel, sondern der Rajan. Steht mich hier mal nicht absichtlich falsch. Wir sind zwar gerade an einer sehr bescherenden Schiene, aber so falsch müsst ihr mich dann doch nicht verstehen. Hani, willst du mal wieder kurz freundlich zu mir sein oder denkst du dir, fuck you, ich suche mir einen neuen Meister? Wenn eh alle versuchen mich zu töten, ist es vielleicht ganz sinnvoll, da mal Ausschau zu halten, was es denn noch so für Alternativen gibt. Nicht zwangsweise nur Toni, weil der hat zwar ein Komplott, aber gibt bestimmt noch mehr. So wie, der gehört ja auch zum Komplott mit Feline und Melix. Ich muss über meine eigenen Komplotts mal so ein bisschen eine Liste führen, tabellarisch. Wer womit dazugehört, wer was organisiert und wer der Bösewicht ist. Das könnte ansonsten ziemlich böse werden. Wenn ich das, ouch, irgendwann mal vergesse. Zum Beispiel, wenn ich es jetzt vergesse, die falsche Richtung zu laufen. Ist auch immer sehr schlecht. Ich weiß aber auch geil, wie das Ding so riesig ist, dass ich diesen Hechtsprung des Todes, also des Selbstaufopferungstodes, mache, obwohl ich auf den zulaufe. Gut, es war leicht schräg, aber dass es leicht schräg ausreicht, ist äußerst beneidenswert. Wie gesagt, steht halt eben wieder für seine doch recht erhabene Größe. Und da hat der kleine Rajan mal ein Bäuerchen gemacht. Ist das nicht schön? Irgendwann schaffe ich es auch noch, dieses Ding jedes Mal zu moin. Einzelne Male klappt es ja schon, aber dauerhaft ist halt noch so ein bisschen das Problem, was aber definitiv noch in Angriff genommen wird. So, könntest du jetzt bitte aufhören, so solche Angriffe zu machen? Du wolltest doch gerade was anderes tun. Genau, so war es. Das ist schön, das ist gut, das ist ein Kamehameha-Verschnitt, der Weg zu der Schildkröten oder so ähnlich. Das ist nett, aber alles andere ist so... Aua! Okay, das Einzige, was wirklich geil ist, ist, wenn man von einem Kamehameha gefinisht wird. Am besten noch mit Vater-Sohn-Kamehameha. Würde erklären, warum hier so ein kleiner liegt, aber da ich nicht Cell bin, ist das auch egal. Und ich schwenk schon wieder vom Thema ab. Nicht, dass wir ein Thema hätten, aber schwenk trotzdem ab. Eine neue Beschreibung für den guten alten Sinu. Er schweigt vom Thema ab, selbst wenn es kein Thema gibt. Wup, wup. Würde auch fast gut zu Chuck Norris passen, wenn es nicht so verpeilt wäre. So, wie das hier der Entwickler von Metal Gear Solid, also Mitentwickler, startet halt, der programmiert keine Spiele, der schaut so lange auf Rohlinge, bis auf dem Spiel Metal Gear Solid programmiert ist. Das ist so der neue Chuck Norris der Spielebranche, wenn ich das so richtig mitbekommen habe. Schade, wenn Honey da jetzt einfach durchgerannt wäre, so like I would give a fuck, hätte ich sie schon wieder applaudiert. Andernfalls ist es einfach bloß selbstmörderig und tödlich da reinzulaufen. Aber das wird sie irgendwann auch noch selber lernen. Spätestens dann, wenn ich es auch selber mitbekommen habe, dass so solche Quests nicht gut für die eigene Gesundheit sind. Obwohl eigentlich heißt es ja, dass Adrenalin die Lebenserwartung erhöht. Hey, ich werde 1000! Dauer Monster Spieler. Jedes Mal wieder als Snoop abgestempelt, dauerhaft Adrenalin. Ich sehe da gute Chance für meine lange Lebenserwartung. Solange ich nicht mit Rauchen, Alkohol, Saufen oder ähnlichem anfange. Solange ich Toni nicht vertraue. Sagen wir es so.
oder nicht zu oft vertraue. Ab und zu hat er ja auch doch ganz schlaue Ideen. So wie Fallgruben mitten am Rand. Aber okay, wir wollen ja nicht darüber reden. Wir bleiben mal hier bei unserer Reihe. Es schlägt gerade verdammt viel in der Vergangenheit. Aua! Liegt daran, dass bei mir gerade fast die ganze Vergangenheit vor meinem bildlichen Auge davon geschwommen ist. Er ist zwar normal und zwar nur ein leichter Angriff, aber der hätte auch böse ausgehen können. Ich bin gerade einfach bloß so gottverdammt aufgeregt. Ohne Scheiß. Das ist nicht mehr feierlich. Einfach bloß, weil dieses Riesenvieh meint, es müsste seine Reißzähne mir vorenthalten. Ich sehe es schon kommen. Ich werde nicht einen einzigen Reißzahn von dem jetzt einstecken können. Hat jemand mitgezählt? Ich glaube, das ist die vierte Rage-Phase. Also einmal fehlt noch. Wenn wir den ganz Anfang weglassen, wo ich eh nicht allzu viel gemacht habe. Ne, dann sollte das mit meiner Schätzung so hinkommen. Ich glaube, ein bisschen was hat er noch. Wir können auch auf die Zeit gucken. Fehlt wieder eine Minute. Aha. Aber dem habe ich weniger aggressiv gekämpft. Ich glaube, der hat auch ein bisschen mehr. Das heißt, 3 Minuten werden wir noch kämpfen. Danach werde ich mal die Schockfalle probieren. Sollte ich es aber nicht vergessen oder bis dahin nochmal sterben. Wobei Sterben gerade ziemlich wahrscheinlich aussieht. Nicht nach hinten springen. Okay, geht eigentlich. Das ist ja wieder ein Nachteil, wenn der Gegner so groß ist. Es ist schwierig, an ihm vorbeizulaufen. Oder zu rennen, zu springen, zu fliegen, zu schwimmen. Keine Ahnung. So oder so, ich komme nicht dran vorbei. Aber gut, passt schon irgendwie. Genau, solange der einfach bloß in Ruhe seine Runden dreht, ist das eigentlich komplett okay soweit. Ich sollte schon mal hier vorprogrammieren, hätte ich fast gesagt. Ey, hat Honey gerade ernsthaft diesen Angriff geblockt? Respekt! Not bad, tatsächlich not bad. Er ging daneben. Egal, wenn er noch ein bisschen ruhig bleiben würde, könnte ich vielleicht tatsächlich meinen Plan mit der Fallgrube durchführen. Eigentlich wollte ich jetzt noch einen Kraftzahn nehmen, ich habe vergessen, ob ich es wirklich getan habe oder nicht. Ja, er ist wieder wütend. Aha, aha. Junge, Bock auf eine Schockfalle. Wie sieht's aus? Minute 30 ist rum. Gut, ich habe auch ungefähr eine Minute nichts gemacht, aber das muss niemand meinem Mathematiker erzählen. Ja, sehr schön. Danke für die wunderbare Erholung. Schön gemacht, Honey. Kriegst wunderbaren Like. Streiche dir das nächste Mal den Kopf, wenn du für mich hier die Flöte bläst. Aber ich muss mich weiter noch ein bisschen konzentrieren. Tut mir leid, ich kann dich gerade nicht zu Tode loben, denn ansonsten gehe ich zu Tode und das wäre äußerst ungünstig in diesem Moment. Und es ist auch äußerst ungünstig, wenn er zu Tode geht. Au, das gibt gebrochene Rippen. Nehme ich jetzt echt den uralten Trank? Wenn ich den nehme, habe ich verkackt. Das weiß ich. Gut, deswegen Megatränke. Da riskiere ich doch lieber noch ein paar Mal von ihm getroffen zu werden. Die Zeit, die ich mir gegeben habe, ist eigentlich um. Aber ich glaube... Vertraue ich mir? Setze ich mein Können in die Macht? Ja, ich würde sagen, machen wir mal, ne? Ich meine, warum sollte ich mich selber belügen? Passt ja irgendwie. Vielleicht noch ein paar Mal zwischendurch schlagen. Der Schlag war äußerst effektiv. Willst du schlafen? Du willst schlafen! Du willst Gottverdammt nochmal schlafen, habe ich gesagt! Ich sehe es schon kommen. Jetzt noch 3 Schläge und der Typ ist tot. Gut, vielleicht nicht 3 Schläge, aber 33 Kombos, dann ist er weg. Ja, war es meine letzte? Ja, ich glaube, das war meine letzte. Genau, weil ich ja gucken wollte, ob er... Dummer Drücker! Ob er im Rage-Modus reingeht oder nicht. Ey, weißt du was? Kumpelino, guck mal in die Blitzbombe. Und in die auch noch, weil ich außerdem nochmal 4 gedrückt habe. Was ist denn los mit mir? Warum drücke ich die ganze Zeit 4? Bin ich wirklich so aufgeregt? So, Mini-Wetzsteine, schön. Ich höre einen Rajan, egal, einfach ignorieren. Der wird mich schon nicht angreifen. Ich meine, es ist ja Rajan, warum sollte er böse auf mich sein? Ist ja gar kein Grund drin. Ist doch alles gechillt und so locker zwischen uns. Da hinten gab es Bomben. Das heißt, in sich bleibt nur noch dieser Platz hier übrig für Schockfällchen. Ja, Vorratsblitzbömmchen, auch eine Option. Kann ich noch länger flashen, um noch länger zu suchen. Yay. Guck mal, Rajan. Ja, ich sollte vielleicht dann auch mit den Blitzbomben treffen. Nur so eine Option muss man jetzt nicht zwangsweise durchführen. Vorher mal kurz gucken, ob er wirklich verwirrt ist. Ja, ist er. Gut.
Ich will keine kleine Fasspumpe, ich will eine Vorratsschockfalle. Hier ist ganz nix. Sorry, wir haben hier nichts für dich. Du musst da leider woanders suchen. Och, es gibt nichts anderes, das tut uns aber leid. Boom, tot. Schade. Aber Honey getroffen. Ist doch auch mal ein Schrittchen nach vorne. Okay, ich weiß nicht, was ich hier gerade mache. Ich bin mir viel zu siegessicher, meiner Meinung nach. Ich würde ja sagen, das muss ich ändern, aber dafür würde ich wahrscheinlich einmal sterben müssen und das will ich eigentlich nicht. Ach, ich habe mich verzählt. Verdammt, er wird nochmal wütend. Das ist jetzt ungünstig. Aber wir haben ja noch so ein bisschen was mit. Dam, 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 dam. Dankeschön. Und wir haben auch hiervon noch ein bisschen was mit. Und dann soll die Quest eigentlich trotzdem, trotz alledem, noch sehr gut machbar sein. Es sei denn, dieser scheiß Rayan veräppelt mich und springt jedes Kopfverdammt mal zweimal. Und nein, das war jetzt keine Apple-Werbung. Es gibt auch noch Sumsang. Ja, woran merke ich eigentlich, dass mein Sumsang gefälscht ist? Immer wieder die beste Frage, die ein irgendein Elternteil fragen kann. Und es stand geschrieben, dass zu jener Jahreszeit alle Kinder nach Hause zurückkehren sollten, um die IT-Probleme ihrer Eltern zu klären. Also ich bin ja immer noch so ein Nesthäkchen, muss ich tatsächlich sagen. Aber bei uns im Studium gibt es ja einige, die ausgezogen sind. Und ich glaube, bei denen ist es tatsächlich so. Kommen nach Hause, erstmal die Frage, ey, Schatzi, wie mache ich das wieder ganz? Ich habe das Internet gelöscht. Das, war auch so geil, Rockbob war mal bei mir und hat tatsächlich auch seine Mutter angerufen und hier Probleme mit der Fernbedienung gehabt. Letzten Endes hätte sie einfach bloß einmal hier von TV, AV und so weiter umschalten müssen. Das hat er ihr auch mehrmals gesagt, aber die Taste war irgendwie nicht so klar zu finden. Da musste er fast nochmal nach Hause fahren, um den Fernseher zu Hause zu richten, wo er eigentlich bei mir in dem Moment übernachten wollte. Wir haben es, glaube ich, noch irgendwie gelöst bekommen, indem die Eltern es einfach ignoriert haben und halt nicht Fernsehen geguckt haben. Wo es halt wirklich bloß ein Tastenknopf, so geht, zwei Tastenknöpfe gewesen wären. Aber na gut. Muss man ja nicht alles durchkriegen. Ich weiß, jetzt mache ich mich drüber lustig. Später, wenn ich mal Kinder haben sollte, werden die sich genauso über mich lustig machen. Davor kraut es mir schon so ein bisschen. Die werden dann mein Let's Play sehen und sich denken, ah, bist du aber schlecht. Bin jetzt selbst ich besser bei so einem alten Spiel. Was? Das war noch nicht in 5D? Das ist aber schade. Was? Du hattest keine Brille auf, damit du im Spiel drin bist? Und du hast die Schmerzen nicht gespürt, die das Monster gemacht hat? Boah, wie langweilig. Voll unrealistisch und so. Nur mal kurz so die Zukunft des Gamings aufzuzeigen. In einem wunderschönen inneren Monolog. Ich sollte vielleicht Schriftsteller werden. Vielleicht nicht unbedingt von Büchern und vielleicht auch nicht unbedingt von Sachen, die publiziert werden. Aber, ne? Vielleicht jemand, der Schriften in einem Bücherladen irgendwo hinstellt. Hey, hey, ich bin Schriftsteller. So, aber so langsam geht's mir doch schon auf den Senkel, dass du noch lange nicht tot bist und auch jetzt immer noch so einen Radau machst. Also wieder Disrespect, weil wir gerade uns sicher waren, dass wir definitiv verlieren. Und dann hier die Wetzsteine. Alter, wie lang der aber auch sich den Bauch halten muss. Jam, 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 jam. Ich bin aber satt. Genauso mit dem Wetzen. Aber das ist ja scheißegal, weil Rayan sehr, sehr gerne über wetzende Leute drüber springt. Selbst denen ist es zu eklig, mich beim Wetzen zu berühren. Verständlicherweise. Die wollen sich ja nicht ihr Fell irgendwie noch weiß streichen lassen. Weil so eine professionelle Fellreinigung dann tatsächlich einige tausend Zenya kostet. Oder halt einen toten Barber. Das ist tatsächlich auch noch im möglichen Preis mit inbegriffen. Sagen die Monster aber nicht so gerne so laut. Und da wollte ich eigentlich rollen, hab's aber wieder grandios den Zeitpunkt verpasst. Und jetzt sieht das äußerst schlecht aus mit meinem Leben. Fuck. Gut, dass ich nicht den uralten Trank getrunken habe. Und schlecht, dass ich jetzt zum Genende doch noch siegessicher wurde. Ah, es ist doch besser, selber bis zum Ende Angst zu haben, dass man die Quest verkackt. Dann gewinnt man die Quest wenigstens, als dass man jetzt so wie ich anfängt. Ah, easy peasy, kein Problem, lemon squeezy. Und dann stirbt. Aber gut, wir haben ja noch ein paar Mal sterben vor uns.
erstmal den guten alten uralten Trank reinzischen. Dann können wir auch in Ruhe jetzt noch ein bisschen kombinieren. Zeit haben wir ja, wie gesagt. Nur halt Leben jetzt nicht mehr so. Aber ich denke, das kriege ich schon irgendwie geregelt. Wir haben auch die Boosts nicht mehr. Obwohl, grundsätzlich haben wir alle, bis auf Honey, ihre. Aber Honey, du bläst doch gerne. Hoffen wir mal, dass sie sich auch ein bisschen aufbläst. Jetzt könnte ich ihn definitiv fangen. Woher ich das wohl weiß, keine Ahnung. Magische Intuition des Jägers. Problem ist, ich habe halt eine Falle zu mir mitgenommen und ich habe jetzt auch schon alles abgesucht. Hier gibt es ja scheinbar keine. Zumindest wollte mir der Rajan keine von vermarkten, verlassen, übergeben. Weil, wieso auch ernsthaft, wegen drei gottverdammten Schlägen bin ich nochmal gestorben. Huh. Seht ihr, habe fast 3 Minuten gekämpft. Habe ich doch, told ya, ne? So. Da haben wir auch schon den Rajan Reißzahn. Ich glaube, ich brauche irgendwas Hartes davon. Wenn ich nur Rajan Reißzahn brauche, ist es jetzt geil. Ansonsten, gibt es nochmal einen Gold-Rajan Reißzahn? Ich habe ja vergessen, was wir wirklich brauchen. Das ist immer so kacke. Es gibt von jeder Stufe meistens 3. Ja, schwerer Rajan Reißzahn brauchte ich, genau. Schön, dass ich von dem Kleinen die schweren Sachen bekomme und von dem Großen nur so ganz normale. Ich glaube, ich brauchte aber 2, oder? Oh, Menno. Ich kann hier, glaube ich, jetzt tatsächlich mal nachgucken. Nee, kann ich nicht, weil ich nicht weiß, wo ich das Programm gespeichert hatte. Ach ja, stimmt, hier gibt es ja auch noch Megatränke und erste Hilfearznei. Hätte ich vielleicht auch nochmal eher suchen können, so ab dem Moment, wo meine Heil-Items gefühlt leer waren. Aber nein. Muss man ja nicht machen. Kann man ja auch so tun, als wenn was tot wäre. Erhöht die Spannung. Bringt mehr Action rein. Kann nicht schlecht sein. So, ich glaube, ich weiß die Rüstungsteile noch ungefähr. Deswegen passt das noch. Oh, Rajan Schweife. Und schwere Rajan Zähne. Sehr schön. Die haben wir also auf jeden Fall jetzt genügend, auch ohne zu fangen. Hätte ich gar nicht erst probieren müssen. Wir haben sogar ein bisschen Geld bekommen. Wir sind keine absoluten Armschlucker mehr. Wir haben zwar immer noch zu wenig. Aber wir haben nicht mehr viel zu wenig, sondern so einen kleinen Ansatz an grundlegenden Materialien, also materiellen Beschaffungsmöglichkeiten. Was man auch wieder pervers auffassen könnte, aber was soll's, das passt schon. So, dann Rüstung fertigen. Helm war auch verdammt. Ich habe keinen Plan, was es war. Ich gucke erstmal, was ich für Rüstungsteile überhaupt schon habe. Und dann kann ich entscheiden, was noch fehlt. Also. Ich habe ganz viele Füße. Wann habe ich denn sortiert? Verdammt. Okay, als Kopf habe ich den Goku-Helm. Dann für die Brust fehlt mir dann, glaube ich, schon Rajan. Ne, da habe ich schon eine Golta-Ori-Shin. Das ist Rajan. Das heißt, das passt zu dem ganzen Teil dazu. Hier war es Ceana Tower, was ich mir, glaube ich, auch schon bauen konnte, aber noch nicht getan habe, weil mir das Geld gefehlt hat. Dann habe ich die Hüfte, wo ich... dann glaube ich auch irgendwas hatte und dann würden mir noch... Hier habe ich Ceana Tower stehen. Das heißt, mir würde die Hüfte, glaube ich, noch fehlen. Ganz einfache, ja, logische Schlussfolgerungen. Ich hätte auch einfach nachgucken können, es wäre aber zu einfach gewesen. Hüfte. Gold-Obi-Shin. Genau. Schön, wie mir hier noch speziell Robo-Braut fehlen würde, aber ich will es eh nicht machen. Und das hat, glaube ich, auch die Sachen, die ich brauche. Was, Kurzladen? Wait a second. Doch, Kurzladen passt. Ja, alles gut. Ist auch für Klingenmeister, also alles easy. Klar, kurz laden. Hm, ergibt Sinn. Schwerreihen Reißzahn, Goldreihen Pelz und genau, das war mir Reißzahn. Genau. Genau das müsste es eigentlich sein. Wenn es nicht ist, bin ich jetzt ziemlich angearscht. Aber egal, ich kauf's mir einfach mal. Und guck dann bis zum nächsten Mal, was mir noch fehlt. Wenn das jetzt falsch war, dürfen wir noch mehr Reihams machen. Aber das wird schon gepasst haben. Und ich würde sagen, das schneide ich einfach noch mit rein. Für die jetzt 13 Minuten Jagen heute wäre ein bisschen viel. Deswegen, adios amigos, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, wie es ist, aber Bescheid. Wenn nicht, Feedback in die Kommentare. Und damit, adios amigos. Und hoffentlich auf Wiederhören.